Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Gestatten Amber und Rick ihre große Leidenschaft, der Zughundesport. Was diese Hunde hinter sich herziehen, ist ein Kenny Cross. Die Fahrerin Christine Peschk, sie ist seit einem Jahr Zughundetrainerin und gibt Workshops für Hundebesitzer in Lüneburg. Ihr Schäferhund Rick erweckte damals ihre Leidenschaft für diesen Sport. Ja, also ich habe den Schäferhund und der braucht natürlich ein bisschen mehr Auslastung. Und dem ist das so 10 Grad plus ist ihm viel zu warm. Deshalb habe ich mir was Tolles für ihn überlegt und bin dann auf den Zughundesport gestoßen und habe bei der Zughundeschule in Duisburg, Düsseldorf, da unten einen Workshop gemacht, einen Trainerworkshop, und dann ging das los. Und dann habe ich die Begeisterung dafür entdeckt. Laut der Hundetrainerin ist es ein Spaß für Mensch und Tier. Für den Menschen ein Fortbewegungsmittel und für den Hund eine neue Aufgabe, die vor allem für folgende Hunde geeignet ist. Also die Hunde, die natürlich keine Auslastung zu Hause haben, so eine Couch-Potatoes sind, aber gern arbeiten wollen und dann natürlich eine vernünftige Aufgabe bekommen, sind dann natürlich entspannter. Also man merkt es doch schon, dass sie einfach zu Hause einfach ruhiger sind, nicht mehr so viel Mist machen. Ne? Es gibt halt die Aufgabe. Nur die ganz Kleinen wie Asi, für die ist das Geschirr einfach zu groß. Da bleibt nur das Mitlaufen. Der Weimaraner von Sina Kunz ist groß genug, um bei Christine Peschk in die Ausbildung zu gehen. Der gemeinsame Sport hat beide gleichermaßen verändert. Wenn man umso mehr Sachen man mit dem Hund macht, kriegt der Hund mehr Selbstbewusstsein, man selber kriegt Selbstbewusstsein und man agiert ja viel mehr mit dem Hund dann zusammen. Sina lässt sich am liebsten auf ihrem Dogscooter ziehen. Damit kann sie bis zu 20 Stundenkilometer schnell werden. Hunde haben von Natur aus einen Vorwärtsdrang. Das kann schnell auch mal in die falsche Richtung gehen. Also wenn ich jetzt nicht rechtzeitig bremse und es kommt ein Schild und das Schild steht mitten auf der Straße und ich fahre einer links, einer rechts, da wäre schon mal fast ein Unfall passiert, aber sonst eigentlich nicht. Natürlich, wenn fremde Leute kommen mit anderen Hunden und die ihre Hunde nicht anleihen und die bei mir da reinbrettern, dann ist natürlich auch gefährlich. Deshalb sind bei diesem Sport Kommandos und Leckerlis ganz besonders wichtig. Und falls die Rasselbande dann trotzdem nicht spurt, wird eben eine härtere Tonart angestimmt. Rick, du faule Sau, lauf doch mal! Aber zum Schluss bekommen dann doch noch alle ihre Belohnung und natürlich auch ein paar Streicheleinheiten. Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe.